Jedenfalls, dieser Paulus hat den Hauptsatz geprägt, der Mann sei das Haupt der Frau. Das Haupt der Frau, dem widerspricht ab und zu die Frau, deshalb redet man vom Hauptwiderspruch. Hauptwiderspruch. In der marxistischen Theorie ist das ein Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital, aber in der Ehe ist es auch nicht sehr viel anders. Ja, weil... Ja, sie ist ja das Stammkapital, nicht? Also, das hat er angelegt. Ja, ab und zu legt er sich auch mal dazu, weil... Ja, das Kapital muss ja arbeiten. Und, ja, das ist der Sinn einer Ehe, dass Stammhalter produziert werden. Darüber wird ja Buch geführt, nicht? Stammbuch, sagt man. Und... Ja, weil man wissen will, was die Frau abgeworfen hat. Ne? Obwohl man mal sagen muss, den Frauen hier im Raum und auch vom Fernseher, was im Augenblick, ja, die Abwurfquote ist mehr als jämmerlich in Deutschland. Jede Frau müsste mindestens 2 Kinder kriegen in ihrem Leben, damit der heutige Bevölkerungsstand überhaupt gehalten werden darf, kann. Ja? Also im Westen der Bundesrepublik, habe ich neulich gelesen, kriegt jede Frau gerade mal 1,4 Kinder. 1,4, ja? Und da ist schon jede hier lebende Ausländerin mitgemeint. Ja? Also jedes 0,4. Kind ist wahrscheinlich ein undeutsches Blach. Ne? Und im Osten noch schlimmer. Ne? Da weigern sich noch mehr Frauen, dem Kanzler ein Kind zu schenken. Ne? Die durchschnittliche Ossi-Frau, ja? die statistische Ossin. Ja? Die bringt gerade mal 0,7 Kinder zur Welt. 0,7 Kinder. Ein Zweidrittelkind. Ne? Na gut, bei 60% Gehalt. Aber. Ja, und dann weiß man ja auch nicht, ob dieses Blach nicht noch mit kommunistischen Erbfehlern behaftet ist, weil drüben bei diesen Genen weiß man ja nie. Deshalb redete man ja früher von Genossen. Und. Ne? Ja, die östliche Gebärmutter weigert sich, den Plan zu erfüllen, ja, obwohl die Bundesregierung wirklich alles tut. Alles tut, um der östlichen Frau das Leben zu erleichtern, indem sie von lästigen, nebenher arbeitenden Betrieb, im Büro, in der Fabrik eben befreit. Weil die Wiedervereinigung von Mutter und Kind ist oberstes christliches Gebot. Aber die sind eben zu lange kommunistisch indoktriniert worden, das ist der Fehler, nicht? Also handeln nach dem proletarischen Motto in diesem Gebärstreik, alle Kinderwagenräder stehen still, wenn mein starker Bauch es will. Dieser Bauch ist natürlich weiblich, ist klar. Während der Kopf männlich ist, ist klar. Kopfregion, der Mann sei das Haupt der Frau, sagt der Olle Paulus. Ne? Also das ist der Unterschied, Oberhaupt und Unterleib. Das ist die Klassenteilung. Und wer sich eben nicht behauptet wird, enthauptet. Warte, warte, noch ein Weilchen. Ne? Und bald kommt Paulus mit dem Beilchen. So gilt für die Frau in Ost wie West. Wer sich nicht wehrt, kommt an den Herd. Ne? Meine, da gehört ja Frau auch hin, wie gesagt, an den Opferaltar, um sich aufzuopfern, nicht? Das ist der Sinn dieser Klasseneinteilung, auch die Arbeitseinteilung. Nicht? Hat der liebe Gott schon am zweiten Schöpfungstag, wie gesagt, mit einem kleinen Finger hat er das auseinandergeholt. Ne? So, mit der rechten Hand, versteht sie, ist ja rechtskräftig seither. Ja, weil die Linke hatte schon damals eine Stimme melden. Also, die Linke war schon immer eine Ansammlung schlimmer Finger. Und während die Rechte ist ja immer das brave Händchen, das gute Händchen, das Treuhändchen. Ne? Ja? Ja, damit bereichert man sich ja auch. Ne? Bereichern kommt von reichen, die Hand reichen. Reichen heißt ursprünglich mit Recht zufassen. Ne? Also die Reichen und die Rechten kommen sogar aus einer Sprachfamilie. Gehörten schon immer zusammen. Ne? Daher kommt auch das Reich und das Recht und die Richtung und das Gericht und die Gerechtigkeit natürlich auch. Oder im Lateinischen der Rex, daher eben die Regierung und der Direktor und das Regiment, die Erektion. Ne? Alles eindeutig männlich, auf Recht. Das ist die Regel. Diese Regel haben wir, wir Männer haben wir, 364 Tage haben wir die im Jahr. Einen Tag setzen wir aus, da ist internationaler Frauentag. Ne? Ja, da gibt es einen Mancherie, denn netter kann man es ja nicht sagen. Ne? Also, im Osten durften die Frauen früher im internationalen Frauentag ins Kabarett. Nicht? Also, besondere Strafaktion. Und... Ne, wie gesagt, ansonsten haben wir Männer unsere Tage das ganze Jahr über. Und ja, das ist alles festgelegt, also bis zum Tagen des jüngsten Gerichts ist das festgelegt. Ne, da Frauen kommen da sowieso nicht vor dieses Gericht, aber ansonsten wird sortiert zwischen Rechten und Linken. Urteilsverkündung steht ja bei Matthäus irgendwo.
da steht, dann wird der König sagen, denen zu seiner Rechten, kommet her, ihr Gesegneten, ihr werdet ererben das Reich. Und daran sind die Rechten ja nur heftig interessiert im Augenblick, das Reich wieder zu kriegen. Dann wird er sagen zu denen zur Linken, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer der Hölle. Also war schon immer klar, zum Teufel mit den Linken. Nebenbei auch Botho Strauß in seinem berühmten Essay wundert sich, wie man sich überhaupt links nennen kann, sich das Zeichen des Weibischen, wie es heißt, des Linkischen anheften kann. Also wörtlich schreibt er seltsam, wie man sich links nennen kann, links als Synonym für das Fehlgehende, da heftet man sich also ein Zeichen des Verhexten und Verkehrten an. Naja, hat er als Rechter nicht Unrecht, ne? Weil mit dem Verkehrten, ich meine, das haben die DDR-Bürger haben ja damals erlebt, ne? Die haben ja ein verkehrtes Leben geführt, in einem ganz verkehrten Staat. Steht ja heute nur fest, dass es ein Unrechtsstaat war, ne? Und Unrecht ist logischerweise links. Und deshalb gilt heute die Bonner Verkehrsregel, ne? Rechts vor links eben. Ganz einfach, weil jetzt sind die Verhältnisse rechtmäßig. Auch wenn einige Ossis meinen, die Verhältnisse seien rechtmäßig. Aber, ne? Ich aber. Ja, damit müssen sie sich halt abfinden. Ne? Schließlich sind wir die Sieger. Wir sind die Sieger in dem Kampf, den sie geführt haben, um die gerechte Sache. Ne? Und was Gerechtigkeit ist, wird natürlich von rechts her definiert, also vom Westen. Also sind wir Wessis die Gerechten und die Ossis die Gelinkten. Ne? Gut, nicht alle sehen das ganz so streng mit rechts und links. Beispiel Theo Weigel, ne, der hat ja gesagt, wer mich in die rechte Tasche greife, der halte mir auch noch die linke. Also ich glaube, das Zitat ist jetzt nicht ganz wörtlich. Aber ist der Sinn seiner Bergpredigt, also ne, vom Schuldenberg herunter. Ja, ist ja seine Weihnachtsbotschaft, ne? Ist ja ein gläubiger Mensch, der Theo. Ne? Deshalb ja Theologie wahrscheinlich. Und der Kanzler hat ihn ja unterstützt in der Etatdebatte sowieso, weil ne, da irgendwelche CDU-Leute in der Fraktion, habe ich jedenfalls gelesen, in der FAZ, wollten da irgendwie dazwischen funken und da hat der Kanzler sofort, nee, Sonnenkönig, klar, Etat, c'est moi, hat er die zur Ordnung gebracht, ne, gab es wahrscheinlich Watschen, Big Helmut is watching you, ne? Oder wie man heute sagt, Solidaritätszuschlag, ne? Ja, die Linken haben nichts zu melden. Ich meine, falls hier noch so ein Fossil rumsitzen sollte, das sich selbst als links definiert und meint, das wäre eine Selbstbestimmung. Ein solcher Mensch irrt auch, weil die Linken heißen ja deshalb die Linken, weil sie im ersten französischen Parlament der Restaurationszeit, die Gegner der Regierung, haben zur Linken gesessen, aber vom Parlamentspräsidenten aus gesehen. Und das war ein Rechter. Der saß vor ihnen. Ne? Also von sich aus gesehen waren die Linken schon immer die Rechten. Ja, bisschen kompliziert, weil das Problem der Linken war schon immer, dass sie immer einen Herrn über sich brauchten, der ihre Position erst bestimmt. Hm? Tja, also nö, nö, also so viel Linke haben wir doch. Nee, heute ist es noch verwirrender, weil da sitzt ja kein Mann von uns, sondern eine Frau, nicht diese Bundestagesmutter, die wir da haben, weil, ja. Ja, die haben doch inzwischen, bei der CDU haben sie die Quotierung durchgesetzt, der Hinze, ja. Auch diesen Pater Hinze ist auch so ein besonderer Schambolzen. Also, ne, kannst du wirklich sagen. Ne? Ist ja das augenblickliche CDU-Generaldekret und, ja, also der hat so einen Fischchen-Charme, finde ich, ja? Immer wenn der bei mir auf der Glotze ist, trägt den Ton weg, halt die Felix sitzt vom Aquarium, ja? Also, ne, der hat, wie gesagt, die Quotierung hat er stolz verkündet. Brauchten sie bei der CDU, weil als die neue Legislatur ihre Periode bekam, ja, haben sie festgestellt, dass da zu wenig Frauen sind im Bundestag. Na gut, warum eigentlich auch? Das ist ja christliches Gebot, da heißt es ja die Paulus, ne? Die Frau habe zu schweigen in der Gemeinde. Ja, zu Hause darfst du ruhig mal den Mund aufmachen, mit etwas Glück hört hier so ja jemand zu. Ne? Ja, die Chancen steigen, demnächst haben wir einen großen Lauschangriff. Und warum soll man nicht an bewährten Konzepten anknüpfen? Man hört ja oft genug aus dem Osten, es sei nicht alles schlecht gewesen. Viele vermissen das doch, dieses lauschige Gefühl.